Hallo und herzlich willkommen zu unserer Premiere von eLearning Friday 10 a.m. Willkommen zur eLearning Summit 2020. Willkommen zu unserem ersten Webinar Künstliche Intelligenz in der betrieblichen Bildung. Heute haben wir 405 angemeldete Teilnehmer dabei. Davon sind 192 Teilnehmer aus unserer Sync-Gruppe eLearning Journal Community of Praxis. Euch ein besonders herzliches Willkommen. Auch ein herzliches Willkommen an alle die Kollegen, die ich hier auf der Teilnehmerliste sehe, die wir persönlich kennen. Ich kann euch namentlich nicht alle nennen, aber namentlich kann ich halt unsere Referenten begrüßen. Toll, dass ihr dabei seid bei unserer Premiere. Erstmal herzlich willkommen, Silke. Herzlich willkommen Norbert Janssen, Geschäftsführer IBM Deutschland. Bei Silke hatte ich das gerade vergessen, Dr. Silke Piech von DFKI, Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Willkommen Daniel, Dr. Daniel Scholler-Schei aus der Schweiz, ein echtes Urgestein, auch wenn man das eben so nicht ansieht. Das werden wir gleich noch merken, wenn er uns zum Thema künstliche Intelligenz in der betrieblichen Bildung abholt. Herzlich willkommen auch Christoph, Dr. Christoph Meyer, Institutsleiter an dem Institut Skill an der Universität St. Gallen, auch ein ausgewiesener Spezialist für künstliche Intelligenz und Silke natürlich auch im Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz, insbesondere zu dem Schwerpunkt Leadership. Ja, ein special greetings also to my wife Leni in Jakarta. You're still grounded there. I hope pretty soon you can come back to Germany. So, okay, now starten wir. Und jetzt dürfte eine Folie aufgegangen sein. Also wenn irgendwas halt nicht so richtig klappen sollte, ich bin es noch nicht so ganz gewohnt, das Ganze online zu machen. Ich zeige euch mal hier, wie so ein Arbeitsplatz aussieht. Da gibt es dann irgendwie so viele Sachen alles zu bedenken, aber irgendwie kriegen wir das sicher heute schon gewuppt. Ja, meine Frage an die Regie. Ingo Böden, ist die Folie jetzt schon zu sehen? Folie ist zu sehen, ja. Super. Okay. Also das heutige Thema Künstliche Intelligenz in der betrieblichen Bildung ist natürlich noch ein großes Zukunftsthema, insbesondere im Dachbereich. Global sehen wir da schon stärkere Aktivitäten. Dazu werden unsere Referenten, unsere Experten ja später noch etwas sagen. Diese eLearning Summit Digital ist ein neuer Bestandteil der eLearning Summit 2020. Ihr kennt das vom letzten Jahr oder den letzten Jahren, dass es halt eine Summit-Tour war. Jetzt hat es vier Säulen. Die Summit Digital, dort erproben wir dieses Jahr eine ganze Reihe von unterschiedlichen Formaten. Das könnt ihr alles auf dem eLearning Journal Webseite mitverfolgen. Dort gibt es auch einen Blog, wo wir dann connected sind mit circa 45.000 Follower auf den Social Media Plattformen, die wir haben. Und unser Konzept einer Community Praxis werde ich heute auch noch ganz kurz vorstellen. So, jetzt, welcher Bildschirm ist meine Maus? Da war das gewesen. Ja, die Summit Tour, die kennt ihr. Die wird auch dieses Jahr ähnlich verlaufen, wie ihr es kennt. Es gibt halt nur ein spezielles Hygienekonzept. Wir haben die Teilnehmerzahl für alle Stationen. Das sind 15 Kongresse und Konferenzen. Ihr seht ja die Roadmap. Wir haben die Teilnehmerzahl auf 100 beschränkt. Kann sein, dass bei der einen oder anderen Station es vielleicht auch noch auf 80 runtergehen muss. Wir sind mit allen Locations im regelmäßigen Austausch, sodass wir gewährleisten können, dass alle Vorschriften eingehalten werden. Eine ganz wichtige ist No Handshake. Das heißt, dieses Jahr geben wir uns halt einmal nicht die Hände. Wie auch immer, in den Summit Digitalformat, neben Webinar, was wir heute zum ersten Mal leben, gibt es auch Remote-Workshops, Online-Barcamps. Es gibt eine Podcast-Reihe, an der sich 20 Wissenschaftler beteiligt haben. Es gibt Summit-Expeditionen. Ihr liest es ja selber, was es hier alles gibt. Und mit Summit Hackathon haben wir uns vorgenommen, dass wir zum Abschluss der Tour eine gemeinsame
App gestalten können, um dass wir halt hier, Neudeutsch heißt das ja Crowdsourcing, dass wir gemeinsam entscheiden, wie eigentlich die Steuerung der Summit Tour in der Zukunft aussehen soll. Ja, E-Learning Friday, ich habe es gerade kurz erwähnt. Hier seht ihr die Hashtags oder die Accounts, wie ihr das Ganze halt online verfolgen könnt. Und die Community of Praxis ist jetzt in 2 Jahren entstanden unter fachlich-wissenschaftlicher Begleitung von Professor Dehnborstel, der uns halt hier ein Fünf-Schalen-Modell entworfen hat. Und der Kern, die Schale 1, ist ein neues privates Forschungsinstitut, was sich gerade in Gründung befindet, um für die betriebliche Bildung in ein Innovation Lab in Handlungs- und Verwendungsforschung die Sachen praxisrelevant voranzubringen. Wenn ihr da halt Näheres zu wissen wollt, einfach auf die zentrale Webseite unter E-Learning Journal. Dort könnt ihr alles lesen. Es gibt auch englischsprachige Formate, die sind dann halt ausgewiesen. Aber heute bleiben wir ganz normal bei der deutschen Sprache. Ja, so, jetzt sind meine Folien alle weg. Noch einen Hinweis zu dem Thema heute. Künstliche Intelligenz in der betrieblichen Bildung haben wir im Vorfeld eine Studie durchgeführt, an der sich ca. 1000 Unternehmen im Dachbereich beteiligt haben. Vielleicht auch als kurzen Input auch für unsere Kollegen, die heute referieren. Danach sind 4,6% der Unternehmen, die angeben, dass sie bereits Chatbots einsetzen. Also das ist die Lebenswirklichkeit, vor der wir heute diskutieren werden. Und 7,2% geben an, jetzt unabhängig von KI, dass sie zurzeit bereits adaptive Lernsysteme einsetzen. Also auch das ein Ausschnitt aus der Lebenswirklichkeit. Und wenn man halt die Unternehmen fragt, was ist der Hauptgrund, warum ihr kein KI zurzeit einsetzt, dann ist zu 55% die Aussage, dass zu wenig internes Know-how zur Verfügung steht. Da können wir ja heute in unserem Kickoff ja sicher schon mal etwas am Startblock bewegen. Und hier begrüße ich jetzt auch unsere Teilnehmer. Ach so, ein Hinweis aus der Regie. Noch, dass diese Studie, die wird gleich im Chat für euch zum Download erscheinen. Also wer sich dafür interessiert, einfach fröhlich runterladen. Es ist da ein kostenloser Download organisiert. Wir werden zum Abschluss auch einen Fragebogen euch zur Verfügung stellen, weil es handelt sich ja um einen Erprobungsraum für uns. Für uns ist natürlich ganz entscheidend, wie kommt das Ganze bei euch an, was ist hilfreich, was können wir vielleicht auch anders machen. Und insbesondere ist für uns in diesem Erprobungsraum einfach auch entscheidend, diese Erfahrung zu machen, was passt am besten. Also heute haben wir eine besonders rasante Programmführung mit einer Stunde plus vielleicht ein paar Minuten X, wenn wir halt noch sehr spannende Fragen haben werden. Mal sehen halt, ob euch jetzt schwindelig wird oder wie das Ganze halt rüberkommt. Und die Fragebögen, die werden wir genau auswerten. Wir sind ja Lernende im Dialog oder dann in dem Fall Lernende beim Lesen. So, wir haben als Input jetzt noch eine Einschätzungsfrage vorgenommen vor dem Hintergrund unserer Benchmarking-Studie, dass wir gemeinsam hier einmal messen können, wie ist eigentlich eure Position oder eure Lebenswirklichkeit, sodass die Referenten hier noch eine Orientierung haben. Ingo, vielleicht kannst du noch mal in der Regie mir kurz noch mal helfen. Was machen die Teilnehmer jetzt genau? Also jetzt wird im Moment abgestimmt. Also ihr habt jetzt ein Fenster vor euch, in dem ihr diese Frage jetzt kurz beantworten könnt. Wir haben jetzt bei ungefähr 40% der Teilnehmer haben abgestimmt. 60%. 70%. Prozent, ein paar kommen noch rein. Okay, ich glaube, damit schließen wir dann jetzt. Jetzt sind wir bei 87%. So, dann zeigen wir jetzt die Ergebnisse. Oh, wir haben die Fortgeschrittenen heute hier alle zusammengebracht. 16% setzen es bereits ein.
Gut, liebe Kollegen, vielleicht gibt es ja heute noch die eine oder andere Deutung dann dazu. So, dann starten wir jetzt mit dem Programm. Ich habe es nicht ganz in der Zeit geschafft. Alle 10 Minuten hatte ich mir vorgenommen. Das heißt, 2, 3 Minuten gibt es garantiert schon mal drauf. Einen Kollegen will ich euch an der Stelle noch mal kurz vorstellen. Ihr wisst, bei der Summit Tour läuft das ja wie durch Geisterhand, dass alle immer pünktlich ihre Vorträge fertig haben. Heute haben wir einen Kollegen dazu eingeladen, um das digital umzusetzen. Der heißt TC, also Timekopf. Und das ist dieser Kollege. Wenn ihr seht, dass während eines Vortrags er ins Bild kommt, dann bedeutet es, die 10 Minuten sind gerade eben abgelaufen. Ja, ich bitte Dr. Scholler-Schey, Daniel, bitte könntest du halt uns eine erste Orientierung zum Thema geben. Sehr gerne, Frank. Und ich übertrage auch gleich meinen Bildschirm. Den solltet ihr jetzt sehen oder sollten Sie jetzt sehen. Und wir hatten eine erste Umfrage und ich bitte dich, Ingo, schalte doch gleich die zweite Umfrage auch noch frei zum Thema, wie viel Erfahrung mit KI bereits besteht. Und ich bitte die Teilnehmenden, das auch kurz wieder abzustimmen. Wir haben gesehen, 16% setzen KI schon ein und aus der Studie wissen wir, 4,6% nutzen Chatbots und 7,2% nutzen adaptive Lernsysteme. Und in dieser Umfrage werden wir schauen, wie viele Erfahrungen Sie bereits haben. Und sobald die Abstimmung durch ist, Ingo, kannst du die Ergebnisse posten. Ich warte noch etwas. Ja, wir haben jetzt auch wieder 85% drin. Sehr gut. Okay, also wir sehen, es ist nicht nur ein neues Thema. Es ist auch so, dass viele sich das erste Mal wirklich damit beschäftigen. Es gibt dennoch ein paar, die schon ein paar Jahre Erfahrung damit haben und vielleicht können wir auch davon in der Diskussion davon dann profitieren. Gut, dann kannst du das wieder abschalten. Und ich versuche hier nochmal einen Laserpointer einzuschalten. Das sollte gehen. Genau. So, also. Vor ein paar Jahren haben wir uns noch mit Lernsystemen, mit Autorensystemen, mit Lerninhalten beschäftigt, die wir quasi händisch und manuell erstellt haben. Heute beschäftigen wir uns mit Themen wie Big Data, Deep Learning und lernfähigen Algorithmen und haben auch erstmal die Möglichkeit, wirklich adaptive und personalisierte, individualisierte Lernsysteme anbieten zu können. Und wir werden heute einen kurzen ersten Einblick in dieses Thema geben. Ich habe die Aufgabe erhalten, noch ganz kurz was zum Thema Definition KI zu sagen. Wir unterscheiden eigentlich zwischen 3 Formen von KI, von einer schwachen KI, von einer generellen oder starken KI und von einer Super-KI. Und die schwache KI, die ist kontextgebunden, die ist sehr gut im Erledigen einer präzis definierten Aufgabe. Darüber hinaus wäre dann die generelle oder die starke KI in der Lage, eben auch kontextübergreifend, quasi ähnlich wie der Mensch, intelligent zu handeln. Und eine dritte KI, das wäre die Super-KI, die eben dann unsere Fähigkeiten bei Weitem übersteigt und eben auch wirklich dann kontextungebunden, kontextübergreifend auch entsprechend agieren kann. Und wenn ich noch einmal zurückgehe, dann kann man sagen, alles, worüber wir heute sprechen, ist im Bereich der schwachen KI. Also wir sind im Moment mit allen KI-Systemen, die wir nutzen, noch im Bereich der schwachen KI, aber es wird natürlich sehr stark auch im Bereich der generellen und der starken KI geforscht, auch schon etwas im Bereich der Super-KI. Also das ist eine ganz einfache, grobe Einordnung in das Thema. Und Chris Nösel hat das auch in einer Grafik zusammengefasst und Sie sehen, wir sind quasi auf der linken Seite dieser Narrow AI. Das ist das, was uns im Moment beschäftigt. Worauf möchte ich heute eingehen? Ich habe meinen Vortrag auf 3 Schlüsselaussagen beschränkt. Die erste, KI und Lernen ist nicht die Zukunft, es ist die Gegenwart und ich werde das nachher kurz zeigen. Punkt 2,
KI und Lernen hängen davon ab, was wir natürlich aktuell in den Systemen, die es bereits gibt, verwenden können. Und ein dritter Punkt, der wird heute einige Male angesprochen, es braucht auch entsprechend neue Kompetenzen. Gerade seitens der Learning Professionals, der Personalfachleute, braucht es im Bereich KI neue Kompetenzen, damit wir wirklich auch auf die richtige Art und Weise mit diesen Systemen umgehen können. Und ich beginne mit der Aussage 1, KI und Lernen sind nicht die Zukunft, sondern die Gegenwart. Und ich möchte Sie da kurz mitnehmen auf einen kleinen Ausflug auf ein Mindmap. Ich bin mit anderen zusammen auch Mitglied der KI-Gruppe, die im Bereich des F&E-Forschungsnetzwerkes, das Frank angesprochen hat, tätig ist. Und ich zeige Ihnen ganz kurz unser Mindmap, an dem wir arbeiten. Sie sehen da verschiedene Themen und ich mache das einmal größer, vor allem im Bereich der Funktionen. Also Funktionen, die uns heute beschäftigen, sind so Dinge wie Text verstehen, Inhalte in Kurse umbauen, Inhalte automatisiert zusammenfassen, Inhalte Aufgabe automatisch auswerten, Lernprozesse begleiten, ganz wichtig natürlich Lernempfehlungen aussprechen und das Erstellen von personalisierten Lernpfaden. Und wenn man da noch ein bisschen mehr in die Tiefe geht, dann kommen wir in den Bereich von Artificial Intelligence Enabled Education Design. Und da spielen eben so Dinge eine Rolle wie Profiling und Prediction, intelligente tutorielle Systeme, immer wieder das Thema Adaptivität und Personalisation, Content-Erstellung und Educational Robots. Also das sind Dinge, die nicht in der Zukunft bearbeitet werden, sondern die jetzt aktuell diskutiert und umgesetzt werden. Also das ein kurzer Ausblick in die aktuelle Forschungspraxis mit den Themen, mit denen wir uns in dieser KI-Gruppe beschäftigen. Und ich gehe zurück auf die Präsentation und zeige Ihnen hier einen ganz konkreten Use Case. Hier am Beispiel der Schweizer Post, das könnte aber auch irgendein anderes Unternehmen sein, also wir arbeiten auch mit anderen Unternehmen und da sehen Sie zum Beispiel das Thema Onboarding, was braucht es da für KI-basierte Prozesse, also zum einen ein Matching zwischen den bestehenden Kompetenzen, die ein Mitarbeiter mitbringt und den Kompetenzen, die sich ein Unternehmen von einem neuen Mitarbeiter wünscht, also hier wäre es sehr schön, ein Matching, ein automatisiertes Matching hinzubekommen. Dann in einem zweiten Schritt automatisiert quasi eine Tour zu entwerfen, personalisiert und adaptiv auf den Mitarbeiter zugeschnitten, dass er nachher diese Tour durchlaufen kann und dass dieser Tour automatisch auch entsprechende Lernressourcen oder auch personelle Ressourcen zugeordnet werden. Also sobald der Mitarbeiter ins Unternehmen kommt, wird quasi gemessen oder über ein Assessment geschaut, wo er steht und dann folgen die weiteren Schritte quasi automatisiert. Also das wäre so ein typischer KI-basierter Use Case. Damit dieser entsprechend umgesetzt werden kann, braucht es in einem zweiten Schritt natürlich auch verfügbare Systeme und ich habe Ihnen hier einmal idealtypisch zusammengestellt, wie so ein System aussieht. Also wir haben auf der linken Seite natürlich die Datenquellen, die wir dafür benötigen. Diese werden in einem Learning Record Store entsprechend abgelegt und verwaltet. Wir haben entsprechende Deep Learning Komponenten, die auf Lernmodellen und Lerntheorien basieren. Und auf dieser Basis können wir dann verschiedene Aktionen ableiten, wie zum Beispiel ganz maßgeschneiderte, personalisierte Dashboards, die Auskunft geben über den Lernprozess, das automatisierte Kuratieren von Lerninhalten, von Lernpfaden und von didaktischen Feedbacks, dann aber auch ein automatisierter Aufgabengenerator, personalisierte Tests, Nudging oder Activity Manager, das sind dann Prozesse, die mich in einem Lernprozess vorwärts bringen und aktivieren, wenn ich mal stecken bleiben sollte. Und schließlich das Thema Lernreflexion und Wiederholung oder das Thema Vergessenskurve. Ich kann dann als Mitarbeiter
meinen Vorgesetzten oder Coaches selektiv Zugang geben auf mein Lernportfolio und werde vom System immer wieder auf neue Lernmöglichkeiten hingewiesen. Also das so ganz generisch, umfassend in einer Grafik dargestellt, was wir uns heute vorstellen können. Nun, wo finden wir die Lösungen dazu? Aus meiner Sicht gibt es kein System, das all diese Funktionen bereits in einem System anbietet, aber es gibt verschiedene, vor allem auch Startup-Unternehmen, und ich möchte auf den Swiss EdTech Collider hinweisen an der ETH Lausanne. Dort sammeln sich verschiedene EdTech-Firmen, die eben solche Funktionen anbieten. Es gibt aber auch etablierte wie Area 9 oder ein Newcomer wie Corp Academy, die eben sehr stark auf KI-basiertes Lernen setzen. Also wenn sich das interessiert, unter EdTech Collider gibt es den Hinweis auf einige solcher Anbieter. Und damit komme ich zum dritten Punkt, nämlich zur Aussage, dass wir als Learning Professionals auch entsprechende Erfahrungen im KI-basierten Bereich nutzen müssen oder kennen müssen. Und ich denke, es reicht nicht, wenn wir das eine oder andere Webinar besuchen oder auch mal einen YouTube-Film dazu schauen. Ich denke, das muss sehr viel tiefer gehen. Es braucht wirklich fundamentale Kenntnisse von KI-basierten Lernprozessen. Und auch da möchte ich Ihnen ein Beispiel zeigen. Das ist die Übersicht des Stifterverbands der Deutschen Wissenschaften und McKinsey. Die haben quasi ein Kompetenzenmodell ausgearbeitet mit drei Bereichen, mit digitalen Schlüsselqualifikationen, nicht digitale Schlüsselqualifikationen und die Tech-Spezialisten. Und ich würde sagen, wir sind so in der Mitte als Learning Professionals. Und was heißt das konkret auf unsere Ausbildung? Da möchte ich Ihnen kurz ein Programm vorstellen, der ETH Lausanne, das ist eine der technischen Hochschulen in der Schweiz, Data Science for Managers, und das Thema Führungskräfte und KI wird später nochmal aufgenommen. Und sehen hier einen kurzen Einblick in das Curriculum, auf der linken Seite quasi die fundamentalen Konzepte, die es zu kennen gilt, und auf der rechten Seite die Methoden und Modelle. Und ich gehe ganz kurz auf vier Aspekte ein, nämlich zum Beispiel, es ist wichtig, dass wir etwas verstehen über die Datengenerierung und Datenauswertung, dann aber auch über datengetriebene Geschäftsmodelle, gerade auch im L&D-Bereich, also das auf der Foundational Concept-Seite und auf der Methodenseite, zum Beispiel so Dinge wie, funktioniert ein Entscheidungsbaum, ein Decision Tree, oder wie funktioniert eigentlich Natural Language Processing, also wie funktioniert Spracherkennung? Das sind so Konzepte, mit denen man sich hier befasst und von denen ich ausgehe, dass das auch Konzepte und Themen sind, mit denen sich jemand, der im Bereich L&D arbeitet, auch auskennen sollte. Super Schlusswort. Vielen Dank, Daniel, für die ganz komprimierte Vorstellung. Das sind ja nur Ausschnitte halt aus unserem Programm, was ja im Herbst stattfindet. Kurze Frage mit der Bitte um ganz kurze Antwort. Unser Teilnehmer André oder Anke? Ja. Anke Breitenfellner fragt, was ist ein Edu-Robot? Ein Edu-Robot, das sind quasi programmierbare Roboter, die ich im Unterricht, aber auch zum Beispiel bei Onboarding-Prozessen einsetzen kann, um zu verstehen, wie zum Beispiel Roboter programmiert werden, die miteinander im Kollektiv Aufgaben lösen. Also so kann ich quasi mein Verständnis von Schwarmintelligenz und anderen Themen schärfen und mich da schlau machen. Danke, Daniel. Daniel hatte angesprochen, Arbeitsgruppe Künstliche Intelligenz in dem F&E-Netzwerk, in unserem Schalenmodell. Das ist eins von aktuell vier Arbeitsgruppen. Es gibt da auch noch da auch noch, ja genau, LXP, also Learning Experience Plattform, eine Arbeitsgruppe. Es gibt eine Arbeitsgruppe zu Stakeholder Management. Es gibt eine Arbeitsgruppe zu lernerorientierter Content-Produktion. Und es gibt zwei Projektgruppen. Eine Projektgruppe zu
künstliche Intelligenz in der Videosteuerung in der Ausgabe. Und es gibt eine Arbeitsgruppe zu AR. Einfach Summit Card buchen, alle Türen öffnen sich und ihr seid dabei und wir freuen uns darüber. Ich bitte Christoph direkt anzuschließen an den Vortrag von Daniel. Genau, das mache ich gerne. So, ich hoffe, ihr könnt mich sehen und hören natürlich auch und meine Folien. Moment, Übertragung. Da. Doch, seht ihr meine Folien schon? Ja, okay, gut. Also, dann schließe ich gerne an das, was Daniel Stollerschei gerade schon vorgestellt hat, insbesondere mit dem Hinblick auf, was bedeutet denn das für Personalentwickler und Learning und Development Professionals, welche neuen Kompetenzen sind denn auf unserer Seite da erforderlich? Der Titel hier, Personalentwicklung im Zeitalter von Smart Machines, Augmentation, Fusion Skills und Augmentationsstrategien. Vielleicht... Darf ich einmal kurz unterbrechen? Ich glaube, man sieht deine Folien gerade nicht. Wenn du nochmal die Bildschirmübertragung... Anhalten, Moment mal, ich halte nochmal an. So, nochmal übertragen. Seht ihr jetzt meine Folien? Nein. Also, ich meine, das ist Quatsch. Ich bin ja auch an der falschen Stelle. So, jetzt. Jo. Perfekt, kann weitergehen. Okay, gut. Sorry, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Also vielleicht, weil wir in Deutschland nicht so bekannt sind, ganz kurz, was ist Skill und was machen wir? Wir sind ein Kompetenzzentrum an der Universität St. Gallen und bewegen uns so im Spannungsfeld von Bildung, Innovation und Management, sind in drei Bereichen aktiv. Einmal Kompetenzentwicklung für Personalentwickler, Learning Professionals mit unseren Programmen Digitale Bildung, Bildungsmanagement und so weiter, arbeiten mit unseren Partnern zusammen in Entwicklungsprojekten, beispielsweise zur nachhaltigen Einführung von digitalem Lernen, und machen Forschungsarbeit aktuell insbesondere zum Thema digitale Kompetenzen von Personalentwicklern. Gut, aber jetzt zu dem Input hier heute sind drei Themen. Was können Smart Machines? Damit steige ich ein. Zweites Thema dann, was bedeutet das für die Zusammenarbeit von Menschen und Smart Machines? Und dann zum Schluss die Frage oder der Blick auf wichtige Konzepte für Personalentwickler und was Herausforderungen sind. Und damit gucken wir mal auf den ersten Teil, Smart Machines. Was können die denn alles? Im Bereich von so regelbasierten Spielen oder Wettbewerben sind Smart Machines schon seit sehr vielen Jahren erfolgreich. Hier sieht man ein paar Beispiele. Ne? Das beginnt mit Backgammon und endet dann bei Debattierwettbewerben, wo eben erfahrene Debattierer gegen ein IBM Watson Debattiermaschine angetreten sind und diese IBM Debater sich sehr, sehr gut geschlagen hat. Also die können viel, ne? Die können auch bluffen beim Poker und so weiter. Aber das ist ja hier der Kontext regelbasierte Spiele und Wettbewerbe. Wie sieht es in anderen Kontexten aus? Auch da können Smart Machines viel. Das ist hier mal ein Blick in einen Logistikbereich von Amazon. Und da sieht man eben kaum noch Gabelstapler unterwegs, sondern da sind hier so kleine Transportroboter, die Dinge hin und her transportieren. Und die Smart Machines können natürlich darüber hinaus auch noch andere Dinge. Sie können medizinische Diagnosen erstellen, auf der Grundlage beispielsweise von Retina-Scans, Diabetes erkennen, Räume überwachen, Designs für Bauteile entwickeln, Programmcode erstellen, Kurzartikel schreiben. Ich glaube, die Washington Post oder Wall Street Journal hat einen Roboter im Einsatz, der aus Börseninformationen Kurzartikel schreibt. Sie können im Precision Farming eingesetzt werden und eben genau unterscheiden zwischen Nutzpflanze und Unkraut und an anderen Stellen auch. Das sind jetzt nur mal ein paar Beispiele. Und daran macht sich ja fest die Diskussion, was bedeutet das denn für die Zukunft der Arbeit? Müssen wir jetzt alle nach Hause gehen, weil Smart Machines uns die Arbeit wegnehmen? Oder sollen wir schneller arbeiten, bis wir tot umfallen? Das sind alles Diskussionen, die wir auch schon hatten, als die Dampfmaschine eingeführt wurde, als der mechanische Webstuhl eingeführt wurde, als Microsoft Excel eingeführt wurde. Und mein Plädoyer ist nicht so sehr hier auf diese Seite zu gucken, sondern eben auf eine andere Seite. Und die möchte ich jetzt hier einführen. Und zwar ist das Zusammenspiel von Menschen und Smart Machines und auch mit verbunden mit der Frage, was heißt denn das eigentlich dann für die Personalentwicklung? Ein Beispiel, das ich gut finde, ist Garry Kasparov, der eben recht früh in seiner beruflichen Expertise sozusagen herausgefordert war, dass eben eine Maschine Schach
mindestens mal so gut spielen konnte wie er. Und er sich dann gefragt hat, ja, macht das überhaupt noch Sinn, weiter Schach zu spielen, wenn das Maschinen doch besser können? Er hat sich davon aber nicht sozusagen ganz aus der Bahn werfen lassen, sondern er hat sich unter anderem auch engagiert für Freestyle Chess. Das ist eine Variante von Schach, wo Teams von Menschen und Maschinen zusammenspielen. Und hat dann bei unter anderem bei einem Turnier in, ich glaube, 2004 oder 2005 erlebt, wie nicht die Großmeister mit den besten Computern gewonnen haben, sondern Nobodies, die drei kleine Billigcomputer dabei hatten, aber in der Lage waren, diese Billigcomputer sehr, sehr gut einzusetzen. Und er hat es dann genannt, das war ein Triumph of Process, und er hat gesagt, es geht eigentlich darum, dieses Zusammenspiel zu gestalten und gut gestalten zu können. Also wie man mit der smarten Maschine eng zusammenarbeitet, und schließt mit dem Plädoyer, das er auch in seinem Buch detailliert ausarbeitet. Also keine Angst vor smarten Machines, sondern mit den Smart Machines zusammenarbeiten. So, was heißt das jetzt außerhalb von Schach beispielsweise? Also jetzt nochmal zurück zu dem Beispiel Logistik. Ne? Da fahren die Smart Machines herum, aber es braucht natürlich auch Menschen. Menschen, die diese Smart Machines entwickeln, die Smart Machines bauen, die Smart Machines einführen, die sie pflegen, updaten, testen, kalibrieren und so weiter. Und natürlich dann auch an der letzten Stelle die Menschen, die dann mit den von den Smart Machines herangebrachten Containern arbeiten. Also, es ist nicht so, dass es da keine Arbeit mehr für uns gibt, aber es gibt andere Arbeit. Und genau diese andere Arbeit, das ist eben auch eine Herausforderung für die Personalentwicklung. Und da sind drei Konzepte, die ich hier kurz anreißen möchte, in dieser Folie, die wichtig sind. Das eine Konzept ist das Konzept der Augmentation, also Verstärkung. Smart Machines stärken uns in unseren Fähigkeiten, Dinge zu sehen, die nicht wirklich da sind, beispielsweise mit Augmented Reality, Dinge zu heben, also in unseren physischen Fähigkeiten, ne, die sehr schwer sind, oder Daten zu analysieren und Daten zu verdichten, was uns eben sehr schwer fallen würde, wenn wir das manuell machen würden. Also Smart Machines stärken uns, aber auch wir stärken Smart Machines, indem wir zum Beispiel die Roboter natürlich entwickeln, installieren, ans Netz anschließen, mit Daten versorgen, aber auch pflegen, Gelenke, Sensoren und so weiter und so weiter. Also Augmentation, das wechselseitige Verstärken von Menschen und Smart Machines ist ein wichtiges Konzept. Ein zweites wichtiges Konzept sind Fusion Skills. Also das ist, geht zurück auf ein Buch von Doherty und Wilson. Und die argumentieren, also es braucht spezielle Kompetenzen, um gut und effektiv und produktiv mit Smart Machines zusammenarbeiten zu können. Das betrifft beispielsweise Kompetenzen im Hinblick auf die Prozessgestaltung. Das betrifft Kompetenzen im Hinblick darauf, beobachten zu können und wahrzunehmen, wie denn Smart Machines wahrgenommen werden, ob das Ängste auslöst, ob das übertriebene Erwartungen damit verbunden sind, und diese Erwartungen und diese Wahrnehmungen auch verantwortungsvoll mitgestalten zu können. Richtige Fragen zu stellen an die Smart Machines, also die ganzen Datenauswertungen helfen uns ja nichts, wenn wir nicht die richtigen Fragen stellen und darauf dann eben auch weiterführende Antworten erhalten. Wir müssen uns über die Schulter schauen lassen, müssen bereit sein dafür, dass uns Smart Machines über die Schulter schauen und uns dann beispielsweise beobachten, wie wir auf ein Beschwerde-E-Mail antworten, und können dann da entsprechend davon lernen. Also das ist das zweite wichtige Konzept, Fusion Skills, Kompetenzen, um die Zusammenarbeit mit Smart Machines gut und produktiv zu gestalten. Und das dritte Thema sind Augmentationsstrategien. Also was heißt das denn für uns und also für die Entwicklungsstrategien, Beschäftigungssicherungsstrategien? Und da gibt es ein Konzept von Davenport und Kirby, die fünf verschiedene Entwicklungsstrategien unterscheiden. Step Forward, also an der Entwicklung von Smart Machines mitarbeiten. Step Up, den Einsatz von Smart Machines beurteilen und steuern. Step In, mit den Smart Machines produktiv arbeiten. Step Aside, komplementär zu Smart Machines arbeiten. Und Step Narrow, sich Nischen suchen, die von Smart Machines nicht bedroht sind. Also drei aus meiner Sicht wichtige Konzepte für Personalentwickler und Learning Professionals: Augmentation, Fusion Skills und Augmentationsstrategien. Und damit komme ich schon zur letzten Folie, nämlich was sind die Herausforderungen, die sich damit verbinden für uns als Personalentwicklungsprofession?
Also zunächst mal, und das hat ja auch Daniel Stöller-Schall schon stark betont, wir müssen diese fortgeschrittene Digitalisierung verstehen. Aber damit nicht genug, wir müssen auch eben über entsprechendes konzeptionelles und methodisches Handwerkszeug verfügen, um erstens veränderte Kompetenzerfordernisse in den Jobfamilies, in den Beschäftigtengruppen zu sehen und zu analysieren, darauf angepasste Entwicklungsprogramme gestalten zu können. Die unterscheiden sich nämlich je nachdem, ob die Entwicklungsstrategie in Richtung Step Forward, Step In oder Step Aside läuft. Dann braucht es andere Kompetenzen. Den Entwicklungsprozess und den Veränderungsprozess, den Einzelpersonen oder ganze Jobfamilies da durchlaufen, zu begleiten und dann aber auch letztlich schauen zu können, ja, erreichen wir denn die Ziele, mittelfristig Beschäftigungen zu sichern und eben auch Arbeitszufriedenheit sicherzustellen in einem veränderten Rollenbild und Rollenverständnis. Und die Ente kommt schon ins Bild. Genau, ich bin fertig. Wer mehr über unsere Arbeit erfahren möchte, schaut hier hin. Und damit gebe ich zurück an dich, Frank. Ja, vielen Dank, Christoph. Vielen Dank in die Schweiz. Und in der Tat, auf euren Online-Auftritt gibt es sehr, sehr viel Material zu künstlicher Intelligenz, kann man nur sehr empfehlen. Mittlerweile sind sehr viele Fragen reingekommen, ob es die Folien halt im Nachgang gibt. Ich habe von der Regie schon einen Hinweis bekommen. Ja, es gibt eine Mail im Nachgang halt, wo Material enthalten sein wird. Nochmal zu Christoph. Christoph wird bei der Tour im Herbst dabei sein, und zwar bei eins der Kongresse, die sich im Schwerpunkt mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Da sind noch 6 andere Wissenschaftler mit am Start aus unterschiedlichen Disziplinen. Ich glaube, das ist im September. Im September ist Wien genauso schön wie im Juni. Also würde mich freuen, wenn wir uns da halt wiedersehen. Die Stimme, die ihr am Anfang gehört hatte, die war von Julia von Döhlen. Das ist unsere Programmleitung von der Summit Tour. Dass ihr wisst, wer da noch mit uns ist. Mit uns ist auch Lisa Cordes. Das ist die Autorin von der Benchmarking-Studie, die ansonsten in ihrer Haupteigenschaft hier unseren Blog betreut, mit der Kollegin Henrike zusammen. Die beiden machen die Online-Redaktion. Also mit ihr habt ihr virtuell dann halt jede Menge, was ihr miteinander erleben könnt. Ich bitte jetzt zu dem dritten Input Silke hinzuzukommen. Wir wissen ja immer, wenn es halt um Change Management geht, immer wenn es halt in der betrieblichen Bildung darum geht, dass Lernkultur oder Unternehmenskultur sich ändern soll, dann geht ohne die Oberführung kaum etwas. Deswegen bin ich besonders dankbar, Silke, dass du uns auch zu dem Thema Leadership und KI weiterhilfst. Sehr gerne. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu meinem Vortrag Künstliche Intelligenz und Leadership. Die Führungskraft im Zentrum des digitalen Fortschritts. Mein Name ist Silke Piech vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI. Zudem leite ich das Institut für Leadership and Human Resource Management an der Internationalen Akademie Berlin, gegründet an der Freien Universität Berlin. Was wird Sie heute erwarten? Ich möchte Sie mitnehmen in die Welt der Faszination durch künstliche Intelligenz und Ihnen aufzeigen, welche zentrale Rolle die Führungskraft im Prozess der Digitalisierung spielt. Sie erhalten einen Einblick in die Komplexität, die viele Führungskräfte zu meistern haben, und sie gewinnen Lösungsansätze und Hinweise für ihre Praxis. Wir starten mit einem Video. Wie schaffen wir es, dass die Möglichkeiten durch künstliche Intelligenz auch in die Praxis ihre Wirkung erzielen? Eine Schlüsselfunktion nehmen in diesem Prozess die Führungskräfte ein.
Von Ihnen hängt es maßgeblich ab, ob der Technologietransfer in die Praxis gelingt. Dabei stehen die Führungskräfte vor der Herausforderung, den Einsatz digitaler Technologien in seinen Chancen und Risiken einschätzen zu können und eine Auswahl aus den KI-Werkzeugen zu treffen. Danach ist es wichtig, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Nutzung der neuen Technologien zu gewinnen und sie auch dabei zu unterstützen. Hochgradige Automatisierungsprozesse bringen zudem Änderungen in der Unternehmenskommunikation und in der Gestaltung der Zusammenarbeit mit sich. Aktuell wird oft unterschätzt, welche Anforderungen an Führungskräfte hinsichtlich der aktuellen und neuen Arbeits- und Teamformate gestellt werden. Neben unseren Präsenzteams arbeiten wir nämlich auch interkulturell, jetzt auch virtuell und zunehmend hybrid zusammen. Aus der Komplexität an Faktoren stelle ich Ihnen jetzt ein paar zusammenfassende Aspekte zu den einzelnen Teamformaten vor. Präsenzteams. Sie sind uns alle sehr vertraut, denn wir kommen aus einer Präsenzkultur. Wir arbeiten im Rahmen dieser Formate gemeinsam an einem Arbeitsort. So sind direkte Kommunikation und persönliche Absprachen schnell möglich. Vertrauensbildende Maßnahmen und Teambuilding können direkter umgesetzt werden. Aufgrund der Globalisierung und des internationalen Wettbewerbs arbeiten zahlreiche Teams international zusammen. Bei den Mitarbeitenden kann es zum Beispiel zu einem unterschiedlichen Umgang in den Hierarchien und im Zeitverständnis kommen, entsprechend ihrer Landeskultur. Daher ist es für Führungskräfte wichtig, unterschiedliche Mentalitäten, internationale Management- und Kommunikationsziele zu berücksichtigen und über länderspezifisches Wissen zu verfügen. Dank der digitalen Technologien ist es für viele Berufsgruppen nun auch üblich oder ist es möglich, ortsungebunden zu arbeiten. Viele von uns haben diese Möglichkeit der virtuellen Zusammenarbeit gerade in den letzten Monaten sehr zu schätzen gelernt. Zeitersparnis durch den Wegfall von Anfahrtswegen, gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie zeichnen dieses Format der Zusammenarbeit aus. Diese Arbeitsform stellt die Führungskräfte aber vor die Herausforderung, dass sie über Distanz einen Beziehungsaufbau zu ihren Mitarbeitern zu leisten haben und zudem gilt zu berücksichtigen, dass Reaktionen zeitverzögert erfolgen können. Umso wichtiger ist es, klare Regeln und Strukturen festzulegen, vertrauensbildende Maßnahmen einzuplanen und auch im virtuellen Raum informelle Austauschmöglichkeiten zu bieten. Neben diesen Teamkonstellationen werden wir zukünftig auch hybrid zusammenarbeiten. Was heißt das? Es kommt zu einer Zusammenarbeit zwischen Mensch, Roboter bzw. digitalen Expertensystemen. Diese Zusammenarbeit eröffnet uns ganz neue Dimensionen, denn es wird angestrebt, die Fähigkeiten von Mensch und Maschine zusammenzuführen. Zum Beispiel steht der Roboter für Ausdauer und Präzision und der Mensch kann seine Fähigkeiten zum kontextübergreifenden Denken in die Zusammenarbeit einbringen. So lassen sich die Arbeitsprozesse flexibler, effektiver und auch kostensparender gestalten. Aber auch bei dieser Form der Zusammenarbeit haben Führungskräfte auf eine klare Aufgaben- und Rollenverteilung im Team zu achten. Der Roboter muss als Teammitglied auch von den anderen Teammitgliedern akzeptiert werden. Dazu ist zu beachten, dass es große interkulturelle Unterschiede im Umgang mit den Robotern gibt. Zum Beispiel ist die Affinität für Roboter in Japan sehr hoch. Hier wurde zum Beispiel bereits 2014 in einer Investmentfirma ein Computer als gleichwertiges Mitglied in den Vorstand gewählt. Im Praxisalltag treten diese Teamformate oft gemischt auf. So haben wir zum Beispiel die interkulturelle Zusammenarbeit in den virtuellen und/oder hybriden Teams. Neben der Komplexität in den Teamstrukturen ist die Führungskraft natürlich eingebunden im organisatorischen Hierarchiegeflecht ihres Unternehmens oder der Organisation. Oft ersticken viele gute Absichten im strukturellen Unvermögen.
Die Organisationsstruktur und die Unternehmenskultur bestimmen maßgebend, wie die Führungskraft in ihrem Wirken agiert. Aufgrund der rasanten Entwicklungsgeschwindigkeit, mit der die Digitalisierung einhergeht, werden sich Führungskräfte zunehmend auch der Herausforderung stellen, Lösungen zu finden, ohne auf fertiges Wissen zurückgreifen zu können. Wir müssen uns auf einen Weg begeben und situativ den nächsten Schritt definieren in grober Vorstellung, wo es hingeht. Viele Führungskräfte unter uns wissen durch die Krisensituation in den letzten Monaten, wie schwierig es sein kann. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Sie. Was tue ich, wenn ich keine Antworten habe? Wenn wir weder auf theoretisches Wissen noch Erfahrungswissen zurückgreifen können, dann braucht es viel Mut, Zutrauen und die Fähigkeit, kontextübergreifend und vernetzt zu denken und zu handeln, um neue Lösungen zu finden. Zur Bewältigung der Komplexität sollten agile Führungsansätze präferiert werden. Empfehlenswert ist zum Beispiel die Anwendung des situativen Führungsstils. Hier berücksichtigt die Führungskraft sowohl die Fachkompetenz als auch die Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden. Hier spielt aber auch die Frage mit rein, wie gehen wir mit Fehlern um? Erst eine offene Arbeitskultur ermöglicht auch das Ausprobieren von Neuem. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein offener Arbeitsmodus, Teamarbeit und exploratives Arbeiten zunehmend unser Arbeitsleben bestimmen wird. Zum einen wird die Komplexität unserer Welt durch die Prozesse der Digitalisierung und dem Einsatz von KI-Technologien maßgeblich erhöht. Zum anderen helfen uns KI-Werkzeuge bei der Bewältigung der Komplexität. Zum Beispiel können Sie in einer hohen Geschwindigkeit Wissen aus unterschiedlichen Quellen extrahieren, verknüpfen, gewichten und somit wichtige Entscheidungshilfen für den Menschen darstellen. Computerbasierte Expertensysteme sind in Branchen, wo es um Geschwindigkeit von Entscheidungen geht, bereits heute kaum mehr wegzudenken. Zudem bieten Sprach- und Übersetzungssysteme wertvolle Unterstützung im Berufsalltag an. Auf der Folie sehen Sie noch weitere Einsatzmöglichkeiten von KI-Werkzeugen, die auch für die Führungskräfte sehr interessant sind. Im Video wurde gefragt, wer führt uns durch die Komplexität? Es sind zumeist die Führungskräfte, die die Mitarbeitenden durch die hohe Komplexität zu führen haben. Dafür ist es erforderlich, dass sie selbst mit dieser Komplexität umgehen können. Damit Führungskräfte diese mannigfaltigen und komplexen Herausforderungen bewältigen können, ist es dringend erforderlich, dass sie sowohl vorbereitende als auch begleitende Qualifizierungsmaßnahmen in Form von Seminaren, Vorträgen, Workshops oder Coaching und zwar auf allen Führungsebenen zur Verfügung stehen. Die Führungskräftequalifizierung sollte also höchste Priorität im Prozess der Digitalisierung einnehmen. Schließlich hängt es von den Führungskräften im entscheidenden Maße ab, ob die Unternehmen den Sprung in die digitale Arbeitswelt schaffen und ob das Potenzial in der Zusammenarbeit von Mensch und Maschine voll ausgeschöpft wird. Daher möchte ich an Ihre Weisheit appellieren, mit Offenheit die Chancen, die uns KI-Systeme bieten, zu nutzen. Mit einem Zitat aus der KI-Strategie Deutschland möchte ich meinen Vortrag beenden. Es geht um den Mut und Gestaltungswillen und immer mit dem Fokus auf eine künstliche Intelligenz im Dienste und zum Wohle der Menschheit. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke nach Berlin. Noch ein Hinweis für unsere Teilnehmer. Wir werden ein paar Minuten hinten dranhängen. Also wenn ihr noch relevante Fragen habt, einfach in den Chat reinschreiben. Ich gucke, was wir dann noch schaffen. Ansonsten nach dem Webinar steht ja die Online-Redaktion zur Verfügung und mit dem Hashtag eLearning Friday 10 a.m. könnt ihr halt eure Fragen auf eins dieser Channels halt stellen. Ja, jetzt zum Abschluss, was natürlich für uns besonders relevant ist und was mich sehr freut, dass wir hier mal einen Praxiseinsatz halt sehen, ne, bei IBM.
wie all die Erfahrungen eigentlich mit künstlicher Intelligenz dort gemacht werden. Und ein besonders großes Dankeschön, Norbert, als Geschäftsführer von BM, dass du dir die Zeit genommen hast, hier uns mit deinen Input zu unterstützen. Sehr gerne, Frank. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Die Präsentation dürfte zu sehen sein. Vielleicht noch den Präsentationsmodus starten. Ja, das ändere ich gerne. Kleinen Moment. Jetzt sollte es sichtbar sein. Wunderbar. Gut, ja, ich begrüße auch alle von meiner Seite. Norbert Janssen, mein Name, wie gesagt, im HR-Bereich, Arbeitsdirektor und Personalleiter für Deutschland, Österreich, Schweiz in der IBM. Wir haben jetzt viel über künstliche Intelligenz gehört. Ich würde den Praxisbezug herstellen wollen. Wir sind schon seit vielen Jahren dabei. Insofern hat es mich auch gefreut, vorhin in der Umfrage zu sehen, dass doch ein Großteil der Teilnehmer und damit auch teilnehmenden Unternehmen darüber nachdenkt und sich vorstellen kann, auch KI einzusetzen und ja auch schon ein großer Teil sich auf den Weg gemacht hat. Es ist, glaube ich, auch absolut notwendig, wenn wir sehen, auch im europäischen Raum hängen wir meiner Meinung nach noch ein bisschen dahinter her, auch in der experimentellen Auseinandersetzung mit KI, wo wir doch im asiatischen Raum oder auch im amerikanischen Raum doch schon viele Unternehmen sehen, die zumindest im Kleinen experimentieren. Wir sehen, wer hat eigentlich mit KI zu tun, wenn wir uns das Unternehmen betrachten, wo könnte man das einführen? Und da ist tatsächlich auch unsere Erfahrung, es gibt eigentlich keine Abteilung, die sich dort ausnehmen kann. Insbesondere, wenn ich Bereiche habe, wo ich Prozesse habe, die mit Daten arbeiten, die auch rund um die Uhr verfügbar sein sollen, wo hohe analytische Fähigkeiten vonnöten sind, dann kommt man eigentlich um Themen wie Automation und auch die Unterstützung von KI in Zukunft nicht umhin. Und insofern geht es vom CIO, der die technische Seite dort sicherlich mitbringt. Führungskräfte haben wir gerade gehört von Silke, wie stark sie eingebunden sind, auch hier sich zu verändern, auch in der Kultur, auch die Geschäftsleitung, die auf Daten angewiesen ist, um die Geschäfte zu steuern, um Entscheidungen zu treffen und hier natürlich die starken analytischen Fähigkeiten braucht. Und KI ist ja auch in der Lage, Fragen zu stellen aus der Analyse von Daten, die man sich selber nicht gestellt hätte. Und insofern werden auch Dinge sichtbar, auch für die Geschäftsleitung, die sie vielleicht in der Vergangenheit gar nicht in Zusammenhang gebracht haben. Natürlich ist es auch wichtig für die Mitarbeitenden, denn das haben wir gerade gehört und auch im Vortrag davor, der sich damit befasst oder diejenigen, die sich damit befassen, sind die Mitarbeitenden am Ende, die diese Daten nutzen als Manager oder auch als Mitarbeiter und natürlich auch im deutschsprachigen Raum, insbesondere in Deutschland und in Österreich, haben wir natürlich auch die Mitbestimmung mit im Boot, die sich Fragen stellt, wie gehe ich denn damit um? Ja, halte ich entsprechende ethische Grundsätze ein oder brauche ich da entsprechende Vereinbarungen? Insofern haben auch wir uns auf die Reise begeben vor vielen Jahren und hier sieht man eigentlich einen ganz guten Überblick. KI jetzt alleine aus der HR-Perspektive betrachtet, sehen wir, dass es mittlerweile eigentlich Einzug gehalten hat in schwächerer oder stärkerer Form über den gesamten Lebenszyklus eines Mitarbeiters. Ja, wir haben hier den Start, wenn ich einen Mitarbeiter an Bord nehme, dann kann ich es mir heute auch im, ja, man redet immer vom War of Talent, ja, die Attraktivität des Unternehmens, ein Talent zu binden, auch auf der Bewerbungsplattform. Und da kann ich es mir nicht leisten, wenn ein guter Mitarbeiter mit einem guten Skill sich für eine Rolle A bewirbt, dass er sich vielleicht auf der Plattform auch nur mit dieser einen Rolle auseinandersetzt, sondern ich muss schauen, in dem Moment, wo ich ihn auf meiner Plattform habe und er sich bewirbt, dass ich ihn auch als Unternehmen
ja, ich würde mal sagen, screene und seine Fähigkeiten und Stärken relativ schnell erkenne. Hier kann KI helfen und kann auch einen Abgleich mit allen anderen Rollen zum Beispiel auf der Bewerberplattform sicherstellen, sodass ich dem Kandidaten, der Kandidatin sagen kann, schau, Rolle A, da hast du dich beworben, aber deine Stärken passen eigentlich viel besser zur Rolle B. Soll ich die Bewerbung dahin leiten? Und somit hat man die bestmögliche Ausschöpfung natürlich dann auch der Kandidaten, die sich entsprechend auf der Bewerberplattform befinden. Das geht dann weiter auch mit der Pre-Education, also bevor jemand an Bord kommt, stehen ihm Chatbots zur Verfügung. Übrigens einer der meistgenutzten Chatbots bei uns mit doch vielen hundert Anfragen pro Tag, insbesondere bei New Hires, dann weltweit darauf zugreifen und ihre Fragen stellen können, die sie im Normalfall vielleicht einem Manager stellen würden, wo sie später starten. Oder auch, wenn es um Education geht, was kann ich vorher machen, sodass die Leute relativ schnell, wenn sie an Bord kommen, dann auch die wesentlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten und das Wissen über die Firma schon mitbringen. Man kann das weiter natürlich ausbauen, Themen wie Video Assessments oder auch andere Assessments, die zum Shortlisten von Kandidaten führen. Ganz wichtig, und ich glaube, das ist etwas, also mir ist es sehr wichtig, was aber auch vielen anderen, glaube ich, sehr wichtig ist, am Ende. Wir wollen auch nicht die Wild Ducks verlieren. Ja, insofern, wir werden immer darauf achten müssen, dass auch beim Hiring wir sowohl unsere ethischen Grundsätze gerecht werden in der Programmierung der Algorithmen, aber auch ganz am Ende die Entscheidung der Mensch trifft, ja, mit seiner emotionalen Intelligenz, die er auch einbringt in ein finales Gespräch mit dem Kandidaten, der Kandidatin für eine Rolle. Und das verfolgt dann auch den Mitarbeiter über den weiteren Lebenszyklus, denn wenn er an Bord ist, will er sich natürlich entwickeln oder kommen wir in die Lernumgebung rein. Bei uns heißt sie Your Learning. Ihr findet den Punkt unter Develop oben in der Mitte. Da geht es darum, nicht nur ein Frontend zu bauen, wo, und das haben wir vorhin schön in der Darstellung in dem Vortrag gesehen, Daten, die ich verbinde, die ich analysiere und die dann aufbereitet werden zu dem Nutzen, wo ich sie brauche, in der Auswertung, wie ich sie brauche. Das ist ein klassisches Frontend. Aber was wir in der KI, wo die KI wirklich Sinn macht, ist dann auch noch das Profil des Mitarbeiters mit dem aktuellen Skill hinzuzufügen, mit der aktuellen Entwicklung und mit dem, was er schon gelernt hat, aber auch da, wo er hin will. Das heißt, was ist sein zukünftiges Jobprofil? Was ist das Skill Gap, was sich daraus identifiziert? Und das zu matchen und daraus Lernempfehlungen dem Kandidaten, dem Lernenden zu geben, das ist das, was KI leisten kann und wo KI auch wirklich unterstützen kann. Und das alles aber auch, und da bin ich wieder auch bei der Führungskraft nicht ganz alleine beim Mitarbeiter, der wird zwar geführt und es werden auch seine Vorlieben in der Art des Lernens berücksichtigt. Der eine möchte das Video anschauen, der zweite den Harvard Business Review zu einem Thema, der dritte vielleicht eine Klassenraumschulung dazu machen, weil er die Interaktion braucht mit den Menschen drumherum. Das der vierte vielleicht ein klassisches E-Learning. Das aber zusammen in der Abstimmung mit dem Manager, wo der Manager auch als Career Coach dienen kann, auch Zugriff hat auf die Daten und somit faktenbasiert auch ein Entwicklungsgespräch führen kann. Auch hier hilft dann wieder KI in der Ausrichtung, um möglichst, und das ist das Ziel der Unternehmen, die Mitarbeiter insgesamt auf einem strategischen Skill zu haben, welche den Ansprüchen der Unternehmung dann auch gerecht wird und dem Kundennutzen natürlich dann auch zur Verfügung gestellt werden kann. Und wie gesagt, es gibt viele weitere Beispiele, wo ich jetzt zeitlich gar nicht drauf eingehen kann. Aber ihr seht, es ist natürlich eine entsprechende breite Anwendung und auch eine sehr experimentelle Anwendung da bis hin, wo wir gerade dabei sind, die ersten Gehaltserhöhungsrunden auf Basis einer KI durchzuführen, im letzten Jahr in einigen Ländern schon gemacht, wo wir Faktendaten sammeln, die dem Manager helfen, hier die richtigen Entscheidungen zu treffen, natürlich auch immer unter der entsprechenden Tariflandschaft, in der man sich auch in einigen Ländern ja bewegt.
wichtig und das vielleicht nochmal für den deutschsprachigen Raum. Wir sind im Moment dabei, die erste KI-Betriebsvereinbarung abzuschließen. Warum? Jetzt könnte man sagen, wir machen einfach experimentell weiter, aber es klang vorhin schon an vermehrter Stelle durch und ich halte das für einen ganz wichtigen Punkt. Am Ende des Prozesses steht immer ein Mensch, der im Unternehmen arbeitet, eine Führungskraft, die emotional diesen Menschen motivieren muss, nach vorne zu gehen und aber auch motivieren muss, natürlich diese KI zu nutzen. Und das kann man mit gutem Gewissen nur, wenn ich sage, ich habe auch eine Vereinbarung entsprechend in meinem Bereich, insbesondere, wie gesagt, auf deutscher, österreichischer Seite, die A, eine rechtliche Verbindlichkeit hat, das haben Betriebsvereinbarungen, aber auch einer entsprechenden Guideline folgen. Wir haben es bei uns die glorreichen 7 genannt. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, aber ich würde sie hier mal auflegen. Ich glaube, wichtig ist, dass man eine Nachvollziehbarkeit für den Mitarbeiter hat, dass er Transparenz nachvollziehen kann. Was machen denn die Algorithmen mit meinen Daten? Final, wie gesagt, noch eine menschliche Entscheidung dann auch da drin enthalten ist. Ethik ist ein ganz wichtiges Thema, eine Nichtdiskriminierung. KI kann in die eine oder auch in die andere Richtung programmiert werden. Ja, und wir haben uns ethische Richtlinien gegeben innerhalb der IBM stellen somit sicher, dass wir hier auch die Regeln einhalten. Was wir zusätzlich im Rahmen dieser Betriebsvereinbarung gemacht haben, ist ein KI-Ethik-Gremium mit Betriebsrat, mit KI-Experten und mit HR aufgebaut, sodass jedes Tool, was wir einführen, dann auch hier entsprechend gereviewt werden kann und ein Gefährdungsspektrum dann auch abgebildet werden kann und somit auch die Mitarbeiter das Vertrauen haben, wenn wir etwas auf sie loslassen, dass es dann auch diesen Richtlinien entsprechend entspricht. Insofern wichtig, wenn Sie sich ausprobieren und ich finde es, ich drücke die Daumen und kann nur da pushen und motivieren, ja, machen Sie das, macht das, geht in die experimentelle Phase, vielleicht mit einem Chatbot am Anfang. Man wird später feststellen, dass man dann irgendwann 20 Chatbots aufgebaut hat für jede Funktion und dann irgendwann baut man einen Mother-Chatbot oder schafft wieder 10 von denen ab. Das sind aber genau diese experimentellen Dinge, wo man einmal durch muss und schaut, wie es funktioniert. Und dann auch ganz wichtig, wir haben es bei der Silke gehört, Leadership mitnehmen, die Art, wie wir arbeiten, anpassen. Es ist eine Kulturveränderung. Es bedeutet Aufklärung, Transparenz, kontinuierliche Kommunikation zu dem Thema mit der Belegschaft. Ansonsten ist man relativ am Ende. Dann hat man technisch alles wunderbar implementiert, aber die Menschen wollen es nicht, weil sie Angst davor haben. Das kann nicht das Ziel sein, sondern Aufklärung ist hier ganz vorne drauf und auch in der insbesondere Themen Weiterbildung. Ja, man kann die Weiterbildung insgesamt mit KI unterstützen, aber auch das Aufklären von KI entsprechend hier mit aufbauen in seinen Lernsystemen, Berührungspunkte mit KI schaffen, auch spielerisch mit Gamification ansetzen. Und ich drücke da allen die Daumen, die sich auf den Weg machen, denn ich glaube, das ist wichtig. Ja, it's all about people. Ja, es geht hier nicht um den Roboter. Die KI ist ein Weg zu verbessern, Handlungsabläufe zu verbessern, Automationen zu treiben. Aber im Ende steht der Mensch mit der Entscheidung und mit der Anwendung dieser jeweiligen Tools. In dem Fall, in diesem Sinne, vielen Dank von meiner Seite und Frank, zurück zu dir. Ja, vielen Dank, Norbert. Hier sind ganz viele Fragen gekommen, aber lass uns noch mal kurz zusammenkommen für eine schnelle letzte Fragerunde. Wenn Silke, Christoph, genau. Ja, ich stelle mal die erste Frage an Norbert. Ihr seid ja ein amerikanisch getriebenes Unternehmen. Das heißt, gibt es da bei dem KI-Einsatz deutliche Unterschiede, wie KI global eingesetzt wird und wie es im Dachbereich eingesetzt wird? Ja, das ist tatsächlich so. Deswegen hatte ich vorhin am Anfang diese Bemerkung gemacht. Ich sehe aber auch viele deutsche Unternehmen, die mit KI experimentieren, allerdings dann nicht im deutschen Raum, sondern gerne auch im Ausland, insbesondere auch im asiatischen Raum.
Ich sehe, dass wir in Amerika experimenteller unterwegs sind. Wir hatten Chatbots relativ früh schon vor 2-3 Jahren, die eine Erstansprache von Kandidaten zum Beispiel durchgeführt hat, wo auch ein Kandidat Fragen stellen konnte, muss ich eine Krawatte tragen, ist ein kostenloser Parkplatz vor Ort, wie komme ich am besten hin? Das ist ganz nett und auch dort viele Experimente mit Universitäten zusammen gemacht, wo wir Lernbegleitung mit KI gemacht haben. Dinge, wo man hier etwas vorsichtiger agiert. Aber wir versuchen das jetzt auch zusammen mit den Sozialpartnern entsprechend hier vernünftig einzuführen. Und ich glaube, es ist auch unserer Kultur entsprechend und auch nicht negativ. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass man den Mut hat, sich gemeinsam da auf den Weg zu machen. Ja, vielen Dank. Norbert ist ja dann bei unserem KI-Kongress in München dann mit dabei. Da gibt es auch richtig Zeit halt für die Gesprächsrunden. Da sind wir dann nicht so rasant unterwegs wie hier. Meine nächste Frage an Silke, an Dr. Silke Piech. Du hast ja auch ein Buch geschrieben zum Thema Talentmanagement, Thema, was ja auch Norbert gerade aufgegriffen hat. In dem Buch beschreibst du auch, wo steht heute die obere Führung, wo stehen die Führungskräfte zum Thema KI, zum Einsatz KI. Kannst du uns da vielleicht noch einen kleinen Einblick geben, Silke? Ich denke, es wurde ja durch die Vorträge deutlich, dass viele Prozesse jetzt im Alltäglichen in der Praxis ja schon angestoßen sind und dass sich auch viele Führungskräfte da auch auf den Weg begeben, ja, und die Notwendigkeit sehen. Aber ich hatte ja auch die Komplexität geschildert, in der sich die Führungskraft und die Führungskräfte auch ja, wiederfinden. Und das, ja, da, also wir müssen halt auch erstmal die Qualifizierungsprozesse da auch wirklich parallel mitlaufen lassen. Und das gilt halt auch für die Talententwicklung. Gerade bei der Talententwicklung, ich meine, wir sind oftmals so auf der Suche nach den Besten. Und ich habe nochmal explizit darauf betont, dass es ja auch auf der Suche nach dem Besten in jedem Einzelnen geht. Und das ist ganz wichtig, die Personalentwicklung auch zukunftsorientiert auszurichten. Und da können wir sehr wohl dann die digitalen Instrumente und Werkzeuge sehr gut nutzen. Und eine Einschätzung, wo jetzt die Führungskräfte per se stehen, das ist, glaube ich, so an dieser Stelle nicht so pauschal zu treffen. Es gibt viel Potenzial nach oben hinsichtlich schon auch der Unternehmen, die KI-Werkzeuge einsetzen möchten und sollten. Und dementsprechend gestaltet sich natürlich auch das Bild, wie die Führungskräfte in die Anwendung der KI-Tools gehen. Ja, in deinem Buch stellst du ja künstliche Intelligenz im Kontext von Talentmanagement. Das ist ja global ein Thema, was viel verbreiteter ist als hier im deutschsprachigen Raum. Wie heißt dein Buch und wo kann man das bei welchem Verlag beziehen? Das Buch heißt Internationale Talententwicklung in der digitalen Arbeitswelt und ist bei Springer Gabler erschienen. Nochmal eine Frage an Daniel. Daniel, ich habe ja ein bisschen frech dich anmoderiert als E-Learning-Urgestein. Eigentlich müsste ich mich ja selber so titulieren. Aber du hast ja wirklich die Expertise zu der digitalen Transformation der betrieblichen Bildung. Viele Jahre auf Anwendersicht bist du verantwortlich gewesen. Dann auch jahrelang halt aus Anbietersicht und heute auch aus der Perspektive publizistisch als Consultant, als Berater. In vielen Arbeitskreisen bist du auch mit dabei. Was ist aus deiner Sicht so der größte Stolperstein, wenn ich mich da halt annähern möchte, aus betrieblicher Sicht, dem Thema künstliche Intelligenz? Weil wir wissen es ja nicht nur aus unserer Studie, sondern auch heute, viele sind ja genau an dieser Stelle. Soll ich mich damit beschäftigen? Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Sollen wir die Leute jetzt erfolgreich abschrecken oder was ist halt der größte Stolperstein, der auf mich zukommen wird? Also ich denke, wenn man in einem Unternehmen arbeitet wie IBM, bei dir Norbert, dann hat man das Glück, dass man quasi auf viele Ressourcen zurückgreifen kann, auf Forschungsergebnisse und auch auf funktionierende Systeme und Algorithmen. Ich sehe aber in vielen anderen Betrieben, dass das nicht der Fall ist. Also es braucht Zugang quasi zu KI-Wissen. Zum einen, es braucht Zugang zu KI-Lösungen, wie man die auch konkret ausprobieren kann. Und ich habe vorher im Chat noch den Link posten lassen zu Educational Robots. Also wirklich auch ganz praktische Erfahrungen machen. Norbert hat es erwähnt mit dem Chatbot, die man bauen kann. Educational Robots ist eine andere Möglichkeit. Und es gibt viele andere Systeme, wo man eben auch praktische Erfahrungen sammeln kann. Ich denke, das ist eine Grundlage, praktische Erfahrungen. Und zum anderen
theoretisches Grundlagenwissen, wie ich es über diesen Studiengang an der ETH Lausanne postuliert habe. Ich denke, das sind so wichtige Grundlagen und dann eben das Finden von Anbietern, die mir auch die Lösungen bieten können, die ich gerne hätte, auch wenn die nicht aus einer Hand sind, aber ich denke, da sind wir auf gutem Wege. Ja, dann noch eine Frage an Christoph, Dr. Christoph Meyer in die Schweiz. Christoph, du gehörst ja publizistisch zu den Pionieren, die das Thema schon systematisch früh aufgegriffen haben. Ein anderer Pionier ist Dr. Kai Siebert von Siemens, der ja 2019 noch in dem Jahrbuch HR noch einen großen Beitrag dazu geschrieben hat. Wenn ich heute mit Kai darüber spreche, dann ist da schon so ein Stück weit entmystifiziert das Thema, sage ich mal ganz vorsichtig. Wie verhält sich das in den Jahren so bei dir? Wächst die Zuversicht, dass der Einsatz in der betrieblichen Bildung immer wahrscheinlicher wird? Oder siehst du da mehr graue Wolken aufziehen? Wie gehst du persönlich halt mit dieser Einschätzung halt um? Also ja, ich weiß, dass Rai da Erfahrungen gesammelt hat, die ihn haben skeptischer werden lassen. Ich denke, wir sind bei dem Thema KI wie bei vielen anderen Technologiethemen in diesem Hype-Cycle auch unterwegs, den Gartner da auch immer wieder sozusagen aufzeigt. Und wir haben das Problem, dass wir sehr überzogene Erwartungen häufig damit verbunden haben, was denn diese Systeme jetzt schon leisten können. Und das ist eben in der Regel sehr punktuell. Das sind halt, Donald Clark hat das als tituliert als Idiot Savant. Ja, das sind Inselbegabungen sozusagen. Die können kleine Dinge in ganz kleinen, engen Bereichen sehr leistungsfähig sein, aber rechts und links davon eben noch nicht. Und das spielt eben damit hinein in das Thema, dass wir insgesamt in der Breite KI und KI-basierte Systeme, Smart Machines, also erstmal viel besser verstehen müssen. Wir müssen da in der Breite wirklich viel besser oder viel mehr Grundverständnis noch dazu aufbauen, um realistischere Erwartungen auch dahin haben zu können, was können denn diese Systeme eigentlich leisten und was nicht. Also da fehlt es aus meiner Sicht an ganz vielen Stellen an erstmal Grundverständnis dafür. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Silke, das sagt auch dein Kollege Reinhard Karger, der Unternehmenssprecher vom DFKI. Wir haben ja einen Podcast mit ihm aufgezeichnet. Da gibt es vielleicht auch den Link halt noch in der Mail als Material dazu. Reinhard Karger sagt ja auch, er war Keynote-Speaker auf der LearnTech dieses Jahr gewesen. Das war ein Schwerpunktthema gewesen. Und er sagt, neben Marketinggeklapper hat er noch nicht sehr viel gesehen. Und er meint, dass man dem Thema nicht so gerecht wird, wenn man das sehr mystifiziert und Erwartungen weckt, die heute noch nicht erfüllbar sind. Also insofern, das schließt sich an deiner Einschätzung auch an, Christoph. Ja, bedanke ich mich bei euch, auch dass wir unsere Teilnehmer nicht erfolgreich abgeschreckt bekommen haben. Sind auch sehr, sehr viele mit im Call. Aber lasst mich kurz zusammenfassen. Das, was wir jetzt zusammengetragen haben, ist ja nur ein kleiner Ausschnitt, der halt in der Summit-Tour im Herbst in 15 Kongressen und Konferenzen an der einen oder anderen Stelle verhandelt wird. Ich bin bei euch mit vielen Einschätzungen, die ihr habt. Allerdings, ich werde an der Stelle ein bisschen skeptisch, wir sind ja global unterwegs mit dem E-Learning-Journal. Wenn ich halt in den pazifisch-asiatischen Raum schaue, dann sehe ich schon manche Sachen, die ich lieber nicht hätte sehen wollen. Also das ist sicher ein Thema, was in der Zukunft uns auch bewegen wird. Und wir werden es alles erleben, ob künstliche Intelligenz uns einen entscheidenden Schub in der Systematisierung der Kompetenzentwicklung gibt oder ob es die letzte Brückentechnologie vor dem Lernimplantat wird. Das ist alles der Zukunft überlassen. Meine lieben Teilnehmer, wir haben jetzt ein bisschen überzogen. Euer Feedback ist uns ganz wichtig. Das war jetzt halt ein Format, wo wir rasant in einer Stunde versucht, mit 4 Inputs zu arbeiten. Das nächste Webinar, das wird englischsprachig sein, eine Kooperation mit unserem Kollegen in UK von Fosway, den E-Learning-Analysten. Und das nächste deutschsprachige Webinar, da testen wir ein 90-minütiges Format. Also euer Feedback ist uns da halt sehr, sehr wichtig, weil wir wollen gemeinsam etwas entwickeln, was dann passgenau ist. Und wenn ihr Ideen habt zu weiteren Formaten, die wir noch nicht auf der Erprobungsliste haben, nur zu, wir sind da sehr experimentierfreudig. Vielen Dank in die Runde. Vielen Dank nach Berlin, nach Zürich. Ich weiß nicht, Daniel, bist du gerade in St. Moritz oder wo bist du jetzt gerade? Nein, im schönen Zürcher Oberland. Ja, Silke, du bist in Berlin, nehme ich an, in euer
Headquarter in Moabit, schätze ich mal. Und Norbert, wo steckst du gerade, wo man dich erreicht heute? Stuttgart. In Stuttgart. Okay, dann ciao zu allen und bis zum nächsten Mal, euer Frank Siegmann. Tschüss, danke. Tschüss. Ciao zusammen.